5 Zutaten, wenn ihr die nehmt, habt ihr auf jeden Fall viel Power, Leute. Schön, dass ihr hier seid. Ich möchte euch heute richtig sportliche Zutaten zeigen. Ich habe das auch ein bisschen verteilt bei meinem Freundeskreis und die feiern das richtig. Und ich möchte euch einfach Zutaten zeigen, die halt zum Beispiel für Sportler verdammt gut ist. Auch für Leute, die viel arbeiten. Auch sehr, sehr wichtig. Oder einfach den Tag kreativ, sportlich am Wochenende anfangen möchten. Ich werde euch jetzt erstmal erzählen, welche Wirkungen das alles hat. Und dann mische ich das gleich alles und zeige euch, welche Menge man eigentlich nehmen muss dafür. Jetzt zu der ersten Zutat, Maca. Maca ist eigentlich eine interessante, das ist eine Wurzel und die hilft halt wirklich wach zu werden. Leistungssteigernd. Ihr habt einfach mehr Power, einfach vieles zu schaffen. Ihr hält einfach länger durch. Ne? Deswegen ist das eigentlich für mich eine coolen Pulver, einfach wirklich leistungssteigernd zu bleiben. Die macht wach. Auch sehr, sehr wichtig, Konzentration. Du kannst im Sport, ist es sehr wichtig, im Sport einfach konzentriert zu sein, durchzuhalten. Das ist auch eine sehr, sehr krasse Kopfsache auf jeden Fall. Auch arbeiten, Leute, das kennt ihr. Es ist oft anstrengend für den Kopf, deswegen wach, Konzentration, leistungssteigernd. Eigentlich nur Hammer. Und für die Sportler, ihr glaubt es einfach nicht, ein natürlicher Muskelaufbau Wurzel. Ne? Maca ist eine Wurzel und das hilft euch, die Muskeln aufzubauen. Jetzt kommt das Coole. Hier gibt es doch nur ein Pulver, was dafür hilft, deine Muskeln, sag ich mal, ja, Masse aufzubauen. Das heißt, das kombiniert sich zusammen und das hilft einfach zusammen, deinen Muskelaufbau einfach und deine Muskeln noch, sag ich mal, präsenter zu machen. Und das ist einmal Ashwagandha. Das ist das halt, was, sag ich mal, unsere Muskeln Masse aufbaut. Richtig cool. Es ist mehr Ausdauer, wenn du das isst. Das heißt, dein Körper generell hat einfach mehr, ja, eigentlich auch wieder leistungssteigernd, ne? Ausdauer. Du hältst länger durch, du kannst länger, sag ich mal, deine Sportart verweilen und länger in dieser Übung bleiben. Deswegen ist das richtig gut, Ashwagandha. Und es hilft auch wiederum nach dem Training, wenn ihr viel trainiert und einfach kaputt seid. Das verkürzt die Pausezeit. Das heißt, ihr seid viel schneller wieder fit. Das heißt, wenn ihr richtig viel trainiert, kennt ihr das, ihr seid vielleicht 3 Tage komplett kaputt. Wenn ihr Ashwagandha nehmt, hilft das, dass ihr vielleicht einen halben Tag oder einen Tag, sag ich mal, Pause gewinnt. Ne? Eine Pause weniger. Das hilft eigentlich, dich wieder zu heilen, deine Muskeln wieder fitter zu kriegen, schneller, dass du wieder Sport machen kannst. Deswegen Ashwagandha mit Maca zusammen ist eine richtig schöne Sport-Explosionszutaten, was auch immer. Jetzt haben wir auch noch, das ist auch echt cool, ich habe hier noch 3 Zutaten, Leute, das ist wirklich cool. Wir haben jetzt einmal Cola-Nuss. Cola-Nuss hilft dafür, wieder noch mehr Ausdauer zu haben im Sport. Das heißt, wir haben jetzt 2 Sachen schon, was uns Ausdauer gibt, noch mehr durchzuhalten. Das ist halt einfach wieder komplett cool. Cola-Nuss. Dann, wenn viele Schmerzen da ist, aber ihr möchtet weiter pumpen, machen ja viele, dann hilft das schmerzstillend. Das heißt, das reduziert deinen Schmerz. Das heißt, du kannst mehr durchhalten. Der Schmerz ist nicht mehr so richtig stark da. Deswegen ist Cola-Nuss auch eigentlich richtig cool. Und hilft für die Verdauung auch eigentlich eine coole Sache. Das kennt jeder eigentlich von euch. Ihr möchtet Sport machen, aber ihr habt gerade zu viel gegessen und das liegt alles im Magen. Ja, da hilft Cola-Nuss ein bisschen mit und hilft die Verdauung, sage ich mal, besser in Kontrolle zu halten, dass ihr, sage ich mal, besser euch bewegen könnt. Mit einem vollen Magen ist halt immer kacke, Sport zu machen. Jetzt habe ich noch 2 Zutaten, die auch richtig cool sind. Eine ist meine Lieblingszutat. Die sind alle cool, aber das ist einmal Kakaobohnen. Ich habe hier Kakao-Nips erstmal. Und jetzt wird es sehr interessant, weil Kakao hat, was ich gleich sage, ist das gar nichts. Diese paar Sachen, die ich aufgezählt habe, das ist nur ein Teil, was sie alles können. Aber Kakao-Nips hilft, den Sauerstoffwechsel im Körper gut zu managen. Das heißt, ihr habt überall gleichzeitig viel Sauerstoff. Das heißt, einmal in der Gewebe, in den Muskeln und im Gehirn. Und das ist beim Sport sehr, sehr wichtig. Weil wenn ein Muskel keinen Sauerstoff richtig bekommt, weil man vielleicht sehr gestresst ist beim Sport, wenig atmet, dann macht deine Muskel mehr schlapp. Deswegen ist auch für Leute, die Sport machen oder viel arbeiten,
atmet, atmet schön tiefe Atemzüge. Das kriegt keiner mit, das ist auch nicht peinlich. Macht mal bei der Arbeit auch einfach mal einen tiefen Atemzug. Das holt euch wirklich Ruhe und es gibt euch wieder Kraft. Das geht überall wieder rein im Körper. Und Kakaobohnen, das ist richtig cool, das Stoffwechsel von Zucker wandelt der um in Energie. Das heißt, ihr könnt viel schneller Energie erzeugen mit der Kakaobohnen, weil das erzeugt schneller, holt das aus dem Zucker Energie und bam, gibt euch sofort Energie. Dann haben wir noch Guarana, kennt glaube ich viele. Gibt es auch so in so kleinen Riegeln auch im Supermarkt, aber ganz wenig, das ist halt wirklich nix. Guarana ist Koffein, es macht nochmal wach, es gibt euch nochmal einen Schub, es gibt euch mal Kraft, nochmal richtig Power. Das sind eigentlich die ganzen Zutaten. Und Leute, mehr wollte ich eigentlich fast gar nicht sagen. Ich mische die jetzt alle zusammen für euch. Dann probieren wir die. Ich nehme euch einfach gleich nochmal mit für eine kleine Sportsession. Und ja, das ist halt richtig gut. Wenn ihr das einnehmt, macht sofort Sport und tut irgendwas, was euer Körper, sag ich mal, aktiviert. Ne? Weil das ist, hilft nochmal richtig, die Zutat nochmal richtig im Körper wirken zu lassen. Ihr müsst euch bewegen dabei. Wir mischen die jetzt erstmal alle schön zusammen. Jetzt ganz wichtig, die Menge. Ne? Weil Guarana darf man nicht zu viel nehmen. Da würde ich sagen, ein Teelöffel mehr nicht, weil das ist zu viel Koffein, wirklich zu viel Koffein. Da packe ich das einfach alles schon rein. Mit Maca, da könnt ihr wirklich so 2 Teelöffel nehmen. Das ist gar nicht so schlimm. Zack. Ashwagandha, Leute, ein kleiner Tipp nochmal. Hilft auch für einen guten Schlaf, man kann besser einschlafen. Da nehmt ihr auch ungefähr 2 Teelöffel. So. Und das krasse Ausdauer, Muskel, Cola-Nusspulver, da nehmt ihr auch 2 Teelöffel. So. Aber für die, die noch nie damit zu tun hatten, macht einfach alles eine Menge weniger und probiert euch einfach damit aus. Schritt für Schritt guckt, was für euch am besten schmeckt, weil Ashwagandha schmeckt nicht gut. Maca schmeckt wieder gut. Wenn ihr zu viel Ashwagandha macht, dann schmeckt es wieder nicht lecker. Deswegen probiert euch mal ein bisschen aus. Mischt einfach, wie ihr es möchtet. Ich habe die Kakaobohnen vergessen, Leute. Und da könnt ihr also viel raufklatschen, wie ihr möchtet. Weil die machen es schön knusprig und es schmeckt lecker, einfach darauf zu beißen. Was ganz wichtig ist, Leute, wirklich, nehmt Joghurt. Weil nur mit Joghurt finde ich es am leckersten, die Pulver zusammen. Da habe ich mir jetzt einfach so einen schönen Vanille-Vegan-Joghurt geholt. Ihr könnt es auch mit normalen Joghurt nehmen. Schmeckt genauso lecker. Dann nehme ich ungefähr 200 Milligramm, 250. Dann mische ich das alles zusammen. So, fertig. Und wenn das euch nicht so schmeckt, dann braucht ihr ein bisschen Löffel Honig. Auch richtig lecker dabei. Ich werde euch nochmal alle Zutaten in der Videobeschreibung reinpacken. Dann könnt ihr die einfach, sage ich mal, kann man bei Amazon oder bei Shops in eurer Nähe einfach kaufen, wenn die sowas haben. Ich habe oft Maca gesehen im Laden und Kakaonips. Die anderen Zutaten wären ein bisschen schwieriger, da müsst ihr mal im Internet schauen. Aber die Namen sind in der Videobeschreibung, da werdet ihr dann auf jeden Fall fündig werden. Was ich euch raten kann aber, im Internet sind die Sachen alle günstiger, wenn ihr in größeren Mengen kauft. Das heißt, holt erstmal, ihr könnt es ausprobieren mit kleinen Mengen, ob das überhaupt euch schmeckt und danach größere Mengen holen oder ihr holt direkt größere Mengen, dann spart ihr Kohle und habt einfach viel Power, was wirklich ein halbes Jahr, hält. Ich habe das so lange schon und ich kriege das einfach nicht weg und habe genug Power. Deswegen, das ist cool, man hat auch lange da was von und muss nicht diese billigen Power-Sport-Pulver holen für 30, 40 Euro, was eigentlich nur nach Zucker schmeckt. Aber das ist hier wie natürlicher und ungesünder, denke ich. Aber gut, wir probieren es mal. Man schmeckt sofort den Honig, die Süße, den Ashwagandha. Dann kommt der Maca-Geschmack, die Kakao-Nips. Schmeckt gut. Oh Leute, wenn es euch gefallen hat, das Video und euch Kraft gegeben hat, wie ich habe jetzt schon zu viel brennende Muskeln hier.
Es hat mir Spaß gemacht, euch diese guten Zutaten zu zeigen. Ja, Leute, macht es nach, es ist cool. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Bleibt fit, weil das ist das Wichtigste. Und ja, goodbye.